So, und jetzt seht ihr mal ganz kurz meinen Desktop. B -b 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 -b. Ich merke gerade, das Ding von Camtasia Studio hier stört, oder? Das kriege ich gerade leider nicht weg. Weil da jetzt gerade die ganze Aufnahme von Advance Wars drauf ist und wenn ich das jetzt hier wegmache. Ist jetzt blöd. Naja, gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das Ding jetzt einfach mal drauf ist. Ignoriert's einfach. Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest. Und wir kämpften Generation um Generation. Eines Tages Feuer vom Himmel fiel und der neue Feind über uns kam. Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung, denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen. Die Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht in Gefahr durch Krieg. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns zu verzehren. Let's go.
Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Ziehet zu mir. Die heben wir uns für später auf. Moment. Jetzt erstmal wieder andere Szene reinmachen. Ich mache den Chat hier jetzt einfach mal wieder mit an, damit die Zuschauer, die das Ganze auf YouTube sehen, das auch miterleben. So, und patz. So, die ersten zwei Cinematics hätten wir damit und... Jupp. Kampagne. Ich habe hier sowieso schon alles durch, aber wir stellen das Ganze jetzt auf schwer. Und fangen hier oben an. Die zwei Videos haben wir jetzt gerade gesehen. Und wir fangen mit dem ersten Level an. Es ist zwar das Tutorial-Level, aber auch das kann man auch schwer spielen. Ich werde das Tutorial jetzt hier allerdings skippen. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Also ich werde den Mr. Tutorial-Geil nicht wirklich zum Ausreden... kommen lassen. Wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Thrall ist. Wählt Thrall an und befehlt ihm zur Für die Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Macht euch bereit. Ich spüre einen Knoll voraus. Wenn ihr Thralls Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Knolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten... Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Ja. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Thrall seine neue Fähigkeit anwenden kann, einige Ungeheuer lassen Schätze fallen. Mana-Trank nehmen wir mit. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana. Mana-Tränke können das Mana eines... Dabu. Wie ich es liebe, dass der Tutorial-Guy hier nie die Fresse die halten kann. Niemand wird überleben. Dabu. Das ja. Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Die Ehre. Ja. Dabu. So. Dann liegt ein Heiltrank, den nehmen wir mit. Ja. Ist jetzt überhaupt noch irgendjemand da, der zusieht? Ja, Dabu. Ein Oger. Den lasse ich heute ausnahmsweise mal schlafen. Hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Also weiter. Dabu. So. Ja. Ein Golem. Seid auf der Hut, meine Brüder. Diese Kreaturen schlafen nachts nicht. Nicht nur, dass sie nachts nicht schlafen, sie sind auch magieimmun. Für die Ehre. Für die Ehre.
Für die Ehre, Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Ich bin der Kriegshäuptling. Leichte Rüstung. Gegen leichte Rüstung machen unsere Einheiten extra viel Schaden. Sehr gut. Diese Schatztruhe, Moment, da fällt mir gerade ein, ich hab da was vergessen. Werden kann, um Sral einen dauerhaften Nutzen zu geben. Sonst wäre der ganze Unsinn unten ja schon fast umsonst gewesen. Entweder ich hab's einfach vorhin gerade übersehen oder. Hier war er nicht mehr. Ah, hier war er. Liegt ein Ring des Schützes. Sral hat einen Zauberring gefunden. Ringe sind. Was ihr wolle. Die Geister sind ruhelos. So, erstes Level schon mal erledigt. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. So, weiter geht's. Kapitel 2, Trennungen. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht sehen lassen. Hoffentlich ist es kein Riesenfehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen. Aber es wird einige Zeit dauern, bis sie bei uns sind. Dann müssen wir dieses Lager unverzüglich vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Ja, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grom Hellscream? Er und der Warsong-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellscream gehört. Verdammt, Grom. Zum Teufel, wo steckt ihr? Was ihr wolle. So. Der blinkende Button oben Base am Bildschirm Tutorial zeigt an, dass euer Questlog aktualisiert wurde. Wurde einem Peon befohlen, Gold abzu. Hier sind einige weitere Peons. Die Menge Gold, die ihr zurzeit besitzt, wird im oberen rechten Bildschirm abstehen. So. Es erfordert Zeit, eine Einheit auszubilden. Die Geister sind ruhelos. Ihr habt soeben einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Um einen Sammelpunkt festzulegen, wählt ihr eines eurer Einheiten produzierenden Gebäude an und rechtsklickt an der Stelle auf den Boden, an der der Sammelpunkt sein soll. Bereit zur Arbeit.
größere Bevölkerung zu ermöglichen, müssen zusätzliche Orkbaue errichtet werden. Ein Bau liefert Nahrung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden könnt. Wenn ihr einen Bau errichten möchtet, wählt einen eurer PMs an. Bereit zur Arbeit! Jetzt klickt auf der Kommandokarte auf den Gebäude errichten Button. Um den Holzabbau zu beschleunigen, müsst ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, in den Wäldern zu arbeiten. Ihr werdet feststellen, dass nun weitere Buttons auf der Kommandokarte zur Verfügung stehen. Wollt ihr einen Orkbau anlegen, so klickt auf den Button. So. Der Typ labert mir zu viel. Die Stelle, an der das Gebäude stehen soll. Habt ihr eine geeignete Stelle gefunden? Was ihr wolle. Bereit zur Arbeit. 4 Holzfäller reichen für die Mission locker aus. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Ja. Aber gern. Alles klar. Wir brauchen mehr Gold. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Ausbaustufen, die erforscht werden können, um eure Truppen... Weniger labern. Was getan werden? Wir brauchen mehr Gold. Das kann ich. Alle verfügbaren Ausbaustufen erscheinen als Buttons auf dem... So. Arbeit abgeschlossen. Da der Bau nun vollendet ist, kann der Peon, der ihn gebaut hat, für andere Arbeiten eingesetzt werden. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, bis das alles aufgebaut ist. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt genug Gold und Holz gesammelt, um eine Kaserne zu bauen. Ja, die Kaserne ist schon in Planung. Wählt ihr einen Peon an. Immer diese Tutorial-Fuzzis, die sich wichtig machen müssen. Arbeit abgeschlossen. Das ist unser Frolly Honey. Werkstattforschungen sind abgeschlossen, damit sind unsere Grundsäger auf 1-1. Was ihr wolle. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. So. Produziert nun weiter Grunzer, bis ihr eure Questanforderungen erfüllt habt. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Ein Leben für die Horde. Grunzer sind zwar teuer, aber sie sind ihr Geld auch wert. Zuck, zuck. Lockregal, lokal.
2 kriegen wir doch locker kaputt. Für Doom Hammer. Mittlere Rüstung haben sie beide. Meister. Also weiter. Der hat leichte Rüstung, der Rest hat mittlere. Den mit der leichten Rüstung könnten wir folglich zuerst angreifen, weil unsere Einheiten, die Normalschaden machen, bei leichter Rüstung erhöhten Schaden machen. Aber ich warte jetzt den dritten Grunzer noch ab, danach stürme ich da rein. Jetzt, wo sie auf 1-1 sind, haben sie auch ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr Rüstung. Eure Zeit ist gekommen. Für Doom Hammer. Eure Zeit ist gekommen. So, die Rolle der Heilung hier nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir da runter. Also weiter. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Ein Leben für die Horde. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grom? Ich hoffe nicht. Aber wenn Sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es Ihnen leid tut. Loktarogar, kommt, meine Krieger! Wir müssen die Menschen zurückschlagen! Also weiter. Ja. Muss was getan werden? Was ihr wolle. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Schrall und eure restliche Streitmacht über die Brücke und sucht Grom. Das kann ich. Aber gern. Dann errichten wir noch ein paar Orkbauten. Eines eurer und Gebäude wurde 40, im Verlauf des 50, Kampfes beschädigt. Um den Schaden zu reparieren, wählt einen 40, 60, 70, 80, auf den Bretter und, hin und linksklick ein auf das gewünschte Gebäude. Die Geister sind ruhelos. Für die Meister. In meinem letzten Kampf wurde aber gar kein Gebäude beschädigt. Ich bin der Kriegshäuptling. Der lügt mich an. Lockner rasch! Ein Gebäude mit schwerer Rüstung. Die Geister sind ruhelos. Arbeit abgeschlossen. Na gut, in Frozen Throne hat das Ding dann leichte Rüstung stattdessen. Was aber extrem komisch für ein Gebäude ist. Für die Ehre. Für die Ehre. Niemand. Na gut. Schwere Rüstung lässt sich zumindest leichter verkloppen als verstärkte. Wir brauchen mehr Gold. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Mein Leben für die Horde. Ja. Da können wir ein paar Fußsoldaten verprügeln. Ich bin der Kriegshäuptling.
Eure Armee hat eine Größe erreicht, die es erforderlich macht, dass ihr einen Teil eurer... Ja, wir sind soeben auf kaum Kosten gekommen. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet. Das heißt, ich bin über 40 Essen hier oben. Und kriege jetzt aus meiner Goldmine immer nur noch 7 Gold anstatt 10. Die Peons nehmen aber weiterhin immer noch 10 Gold aus der Goldmine raus. Wenn ihr mehrere Zauberer gleichzeitig steuert, ist es häufig erforderlich, rasch zwischen ihnen zu wechseln, damit sie ihre individuellen Zauber wirken können. Mit Hilfe der Untergruppensteuerung könnt ihr das, ohne sie einzeln anwählen zu müssen. Ihr werdet feststellen, dass die gerade angewählten Einheiten durch kleine Porträts in der unteren Bildschirmmitte dargestellt werden. Eines dieser Einheitenporträts ist durch ein gelbes Leuchten hervorgehoben. Das bedeutet, dass dies die zurzeit aktivierte Untergruppe ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die... Der labert immer noch zu viel. Nicht den eigenen Grunt angreifen. Arbeit abgeschlossen. Ja, was ihr wolle, Squobu. Leitet mich. Ja, Dabu. Also weiter. Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie kaum festhalten. Aber das Gebiet wird von befestigten Wachtoren gestürzt. Für die Ehre. Dann zerstört sie. Hellscream muss befreit werden. Was ihr wolle. Gegen so viel Grunts hatten Ritter auch keine Chance mehr. Dann hätten wir das zweite Level auch schon erledigt. Grom, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir, ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. So, damit haben wir die erste Kampagne auch schon erledigt. An dieser Stelle haben wir jetzt wieder ein Video. Das heißt, ich mache mal auch mal ganz kurz das hier. Immer der Deck-Tracker, der hier mittendrin ist. Sollte den vielleicht mal zumachen. So, einmal hier. Und... Berichtet, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen?
König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Doch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen, dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen Sie etwas tun. Dann gehen wir wieder hier hin. Kapitel 1, Verteidigung von Stranbrat. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uther. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. So. Ich stehe für das Licht. Ja, natürlich. Für meinen Vater, den König. Immer erstmal die Kisten aufmachen. Ein solider Plan. Angriff! Schon unterwegs. Richtig. Jawohl, mein Lord. So. Für die Ehre. Ein solider Plan. Für die Ehre. Bevor wir hier nach Stranbrat gehen, haben wir hier noch ein paar optionale Sachen zu erledigen. Seid gegrüßt, mein Lord. Ja. Ein solider Plan. Wir werden für Lordaeron kämpfen. Zu den Schwertern! Natürlich.
So. Ein solider Plan. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn Timmy entführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Meinen Heiltrank. Holt mich hier raus. Ich will nach Hause. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Belohnung für euch. Einen Ring des Schutzes plus eins haben wir bekommen. Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Wir haben den kleinen Timmy gerettet. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Rettet uns! Schnappt eine sie! Falle! Nehmt alles mit, Leute! Alles, was wertvoll ist! Und ihr alle mit eurer Rüstung. Nicht mal irgendwas, was ich schnell fokussen könnte, was leichte Rüstung hat, weil bei mir alles Normalschaden macht. Für die Ehre. Ja. So. Einmal hochgeheilt und Hingabe-Aura. Ja. Natürlich. Ja. Dann haben alle unsere Einheiten jetzt schon 1,5 extra Rüstung, was in etwa 9% weniger Schaden ist. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Ein solider Plan. Ja. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ein solider Plan. Solange das Mana reicht, benutzen wir das heilige Licht. Ja, natürlich. Für meinen Vater, den König! Sprecht euer letztes Gebet! Für die Ehre. Ja, ein solider Plan. Das Inventar ist voll. Ich glaube, da können wir mal schnell eine Rolle der Heilung spendieren. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Natürlich. Ja. Das Mana von Arthas ist ja schließlich auch schon ein bisschen für knapp. Die Ehre. Ja. Natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Ja. Für die Ehre. Ein solider Plan. Verdammt! Der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder! Kommt mir das nur so vor, oder hauen sie heute alle extra auf Arthas rauf? Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Elender Kerl! Ja. Ein Räuber. Da steht etwa Gefahr. Immer noch eine sehr komische Einheit, weil das Ding als Nahkämpfer Belagerungsschaden macht. Natürlich. Für die Ehre. Ja.
natürlich. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. So. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Spürt meinen Zorn. Natürlich. Für meinen Vater, die größte Ironie an heiliges Licht ist ja eigentlich, dass man damit alles heilen kann, nur nicht derjenigen, der es castet. Ja. Natürlich. Spürt meinen Zorn. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ein solider Plan. Spürt meinen Zorn. Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus! Ja, natürlich. So, was haben wir hier? Zwei Grunzer und ein Sklavenmeister. Besteht etwa Gefahr? Da können wir mal eine Rolle des Schutzes springen lassen hier. Ein solider Plan. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Und Mission fertig. Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Prinz Arthas, Lord Uta braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. So. Kapitel 2, Black Rock and Roll. Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uta. Hey, da ist ein Ritter, kann ich den haben? Wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Ich stehe für das Licht. Okay, wir haben schon ein Sägewerk und ein Rathaus. Erstmal noch ein paar Arbeiter zum Gold abbauen. Ups. Bereit zur Arbeit. Das Licht ist meine Stärke. So, da haben wir ein paar Kisten. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Ja. Bereit zur Arbeit. Es ist mehr Gold erforderlich. Na gut. Habe ich aktuell noch nicht genug Gold für sowas. Jetzt wird gerichtet. Spürt meinen Zorn. Eine Rolle des Schutzes, ja gut, dafür können wir, glaube ich, einen Heiltrank da lassen. Ja.
4 Holzfäller reichen erstmal. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen erstmal ein paar Hilfe. Und dann eine Kaserne. Na gut. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ja, das haut man lieber auf die da unten drauf. Das Licht ist meine Stärke. Elender Kerl. Arbeit ist vollbracht. Was? Ich geh dann mal. Besteht etwa Gefahr? Natürlich. So. Kontrolltürme ausbauen ist immer wichtig, weil so machen die Dinger ja eh nichts. Die machen erst was, wenn man sie ausbaut. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Dauert jetzt erst wieder ein bisschen, bis hier wieder alles aufgebaut ist. Ausbau abgeschlossen. Besteht etwa Gefahr? Arbeit ist vollbracht. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ein solider Plan. Ah, das ist zumindest schon mal fast auf Level 3. Das ist gut. Einsatzbereit. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lehnsherr. Was braucht ihr? Sagt das Zauberwort. Ja, mein Lehnsherr. Was braucht ihr? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Schwert schnappen, Horde kappen. Einsatzbereit. Onkel Lothar braucht dich. Es ist nur eine Fleischwunde. Ja, mein Lehnsherr. Sag das Zauberwort. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Besteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Einsatz es ist nicht leicht, ein Prinz zu sein. Ich werde meinem Vater und meinem Königreich Ehre machen. Licht, leite meinen Arbeit Weg. Arbeit ist vollbracht. Licht, gib mir Kraft. Ich sollte das Kommando haben. Ich weiß, was ich tue. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Okay, sind wir schon wieder alle durch. Mehr Arbeit? Was ist? Ausbau abgeschlossen. Seid ihr der König? Also, ich hab euch nicht gewählt. Wir haben eine Hexe gefunden. Dürfen wir sie verbrennen? Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Einsatz Arbeit ist voll dran. Ich hab mal ein Pferd getreten. War schmerzhaft. No. Ja, mein Lord. Na gut. Gut, du darfst jetzt dann Holz fällen gehen. Besteht etwa Gefahr? So. Einsatzbereit. Das Licht ist meine Stärke. Einsatzbereit.
Dann haben wir die erste Hauptquest schon mal abgeschlossen. Törichter Paladin! Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon... Tötet die Orks. Tötet sie alle. Ein solider Plan. Ja. So. Als nächstes machen wir mal hier einen kurzen Zwischenstopp. Natürlich. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Cirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. So, kriege ich jetzt auch noch die Scharfschützen? Jep, jetzt kann ich sie ausbilden. Mehr Höfe. Ah ja, da war ja noch was. Ja, mein Lord. Richtig. Ich gehe dann mal. Besteht etwa Gefahr? Ja. Ich warte sowieso noch ab, bis die Orks das nächste Mal angreifen. Ja. Aber hey, ich habe jetzt ein paar Scharfschützen. Ich stehe für das Licht. Da stehen zumindest ein paar Einheiten von den Orks, die können wir zumindest schon mal kaputt hauen. Dann ist Arthas auch Level 3. Ein solider Plan. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Schütze. Habt ihr ein Ziel? Ich bin euer Schütze. Das ist mein Schießeisen. Wo ist mein Getränk? Mit 2 Promille treffe ich am besten. Arbeit ist vollbracht. Oh, da ist ja mein Getränk. Hau weg, die Scheiße. Waffen töten keine Menschen. Ich mach das. Sind wir hier beim Ballermann? Ich tötete den Albatros, weil er mich gar so sehr verdroß. Meine Donnerbüchse, müsst ihr mir schon aus den kalten, toten Händen brechen? Ich stehe für das Licht. Kommen die Orks jetzt nochmal? Weil ich würde jetzt ungern mein Lager ungeschützt hier da lassen, während ich gerade eine Sidequest mache. Für die Ehre. Ja. Natürlich. Ja, da wäre ihr Lager da für oben. Für die Ehre. Natürlich. Aber gut. Was? Eigentlich können wir es ja auch so machen. Ich mach das. Es ist mehr Gold erforderlich. Forschung abgeschlossen. Ich bilde hier noch ein paar Einheiten aus dem Rest, verteidigt Uta mit den Wachtürmen zusammen. Natürlich. Ja. Natürlich. Ein solider Plan. Ja. Ein solider Plan. Arbeit ist vollbracht. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan.
Ui, die geben ganz schön viel Geld. Für die Ehre. Geladen und entsichert. Natürlich. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation tollkühner. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ui, das war knapp. Ja. Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Ja. Natürlich. Ja. Dann hätten wir das Mana auch wieder aufgefüllt. Geladen und entsichert. Für die Ehre. Arbeit ist vollbracht. Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit Sängern der Hitze treffen. Ich stehe für das Licht. So, dann haben wir jetzt eine Feuerkugel bekommen. Ja. Für die Ehre. Ja, natürlich. Da ist der nächste Angriff von denen. Habt ihr ein Ziel? Ich habe die Bestie für sie. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Ja. Für die Ehre. Natürlich. So. Ein solider Plan. Ich habe einen Fußsoldaten verloren, das ist aber auch fast egal. Ja. Für die Ehre. Natürlich. Die Jungs kosten ja eh fast nix. Ein solider Plan. Natürlich. Ja. Ein solider Plan. Ja. Ein solider Plan. Murlocs? Hier? Die müssen ein Lager in der Nähe haben. Ja. So. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Clown des Angriffs plus 3. Nehmen wir mit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ui. Ja. Was braucht ihr? Ich stehe für das Licht. Ein solider Preis. Scheiße, du Teufel! Sieht etwa Gefahr? Natürlich. Für die Ehre. Ja, jetzt wäre eigentlich ein idealer Zeitpunkt für den Gegenangriff. Ich muss die Lager zwar nicht kaputt machen, aber mir ist es immer lieber, wenn es denn kaputt ist. So, ihr Jungs, ihr kommt auch mal ganz kurz her. Ich gehe dann mal. Ich brauche euch nämlich da hinten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Ein solider Plan. Die Räuber haben hier nicht wirklich viel Chancen, wenn ich so viele Einheiten mit Stichschaden hier rumlaufen habe.
Für die Ehre. So. Was? Na gut. Dann. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich gehe dann mal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Fehler? Ich stehe für das Licht. Damit ist ihr Lager schon mehr oder weniger vernichtet. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Eis hier. Licht ist meine Stärke. Elender Kerl. Habt ihr ein Ziel? Eis hier. Ich kümmere mich darum. Besteht etwa Gefahr? Was ist? Ja, mein Lord? Mehr Arbeit? So. Ich stehe für das Licht. Ihr dürft da hinten auch noch mal die letzten paar Creeps machen. Ja, mein Lord. Was? Richtig. Die fällen sich hier mal schön weiter durch das Gehölz durch. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ja, mein Lenz. Natürlich. Was braucht ihr? Für die Ehre. Ein solider Plan. Mehr Arbeit? Was braucht ihr? Ich habe mich schon gewundert, da hat noch ein paar Soldaten gefehlt. Was? Ja, mein Lord. Was ist? So. Für die, die sich jetzt wundern, warum ich mich hier durch die ganzen Bäume hier durchhacke, dahinter ist natürlich noch eine Kleinigkeit, die ich haben will. Sowas macht man nicht einfach so mal. Na gut. Okay, der Gegner zu dritt. Richtig. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? So. Ich gehe dann mal. Ich stehe für das Licht. Sag das Zauberwort. Was ist? Na gut. Ich gehe dann mal. Richtig. Da hinten ist dann nichts mehr. Ja,
Aber hier ist noch ein kleines Ogre-Camp. So, sobald der Scharfschütze da ist, schicke ich die mal wieder zum Holzfällen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ja, mein Lenzer. So. Eine Verbeugung. Jetzt haben wir die Ogre-Krafthandschuhe. Geben Arthas nochmal plus 3 auf sein Kraftattribut. Was auch gleichzeitig heißt, dass er 3 Schaden mehr macht, weil Arthas ein Kraftheld ist. Und Uta geht hier weiterhin seine Patrouille, obwohl es gar nicht mehr nötig ist, weil ich habe das feindliche Lager schon komplett vernichtet. Das heißt, da können keine Angriffe mehr davon kommen. Weil der Klingenmeister hier Level 6 ist. Weil der Level 6 ist, heißt das, der hat seine Ultimate. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Eis hier? Habt ihr ein Ziel? Fehler? Was braucht ihr? Ich stehe für das Licht. So, das war's. Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser. Wie Ursel ihn jetzt einfach nochmal geheilt hat. Ich weiß nicht, Uta. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. So. An der Stelle mache ich jetzt nochmal eine klitzekleine Pause. Und danach machen wir vielleicht noch 1 bis 2 Missionen. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Bis gleich. We'll be right back.
風より早く目指せ、空より遠く新しい
So. Pause vorbei, weiter geht's. Jainas Zusammenkunft. Ihr müsst weiser als der König sein. Das Ende ist nah. Wie schon gesagt, mich interessiert dieser Unsinn nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeudet. Du kannst jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich gehorcht habe, Meister, aber... Ich habe gelernt, mich auf deine Neugier zu verlassen, mein Kind.
Dieser Irre ist überzeugt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Seuche in den Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Vieles spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich ausgesucht. Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Kapitel 3: Die Verheerungen der Seuche. Prinz Arthas, wir warten jetzt seit Stunden hier. Seid ihr sicher, dass eure Freundin kommt? Ganz sicher. Jaina neigt nun mal zur Unpünktlichkeit. Wir müssen ihr helfen. Lasst die Klinge stecken, Captain. Sie kommt allein zurecht. Meine Herren, Miss Jaina Proudmoore, Spezialagentin der Kirin-Tour und eine der begabtesten Zauberinnen im ganzen Land. Scheint, habt ihr eure Gabe nicht verloren. Schön, euch wiederzusehen, Jaina. Ganz meinerseits, Arthas. Es ist lange her, dass ein Prinz mein Begleiter war. Ja, das stimmt. Mir scheint, wir sollten aufbrechen. Unsere Informanten glauben, die Seuche brach in der Region nördlich von hier aus. Wir sollten die Dörfer an der Königsstraße überprüfen. Bevor wir das machen... Das Licht ist meine Stärke. Da hinten ist gerade ein kleiner Uga abgehauen und den würde ich gerne vorher noch verprügeln. Ja. Hört sich interessant an. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Wie lautet der Plan? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Es ist sonderbar. Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Psst. Ich versuche zu denken. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. So. Ihr habt es so gewollt. Ich kümmere mich darum. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Damit wird das erledigt. Ja. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Dann schnappen wir uns mal unsere Soldaten und den Captain und gehen hier mal kurz dorthin, wo wir hingehen sollen. Bei der Brücke da vorne stimmt irgendwas nicht. Natürlich. Ein solider Plan. Milord, irgendjemand hat die Brücke von der anderen Seite des Flusses aus zerstört. Es gibt noch einen anderen Weg über den Fluss, aber der ist nicht mehr so sicher wie einst. Ja. Für die Ehre. Ein solider Plan. Metzelt sie alle! Banditen! Hey, Banditen! Macht die Stadt nieder! Rettet uns! Für die Ehre. Jaina ist Level 2. Hört sich interessant an. Ich schau nach. Ein solider Plan. Milord, in der Nähe liegt ein uralter Schrein mit magischer Quelle. Legenden zufolge kann das heilige Wasser Genesung bewirken und schwere Verletzungen heilen. Das könnte wahrlich höchst nützlich sein. Soweit ich weiß, hat irgendeiner von den Banditen am Ende immer... Ich habe eine Belohnung für euch. Jetzt. Ich schau nach. Ja, Arthas steht drauf. Großer Heiltrank. So. Und hallo Alex, schön, dass du auch da bist. Für die Ehre.
Natürlich. Ein solider Plan. Ich spiele hier gerade Kampagne auf schwer. Besteht etwa Gefahr? Jetzt wird gerichtet. Für die Ehre. Ein solider Plan. Bin hier gerade mit Arthas und Jaina natürlich unterwegs, um die ganze Seuche in den Nordländern zu untersuchen. Für die Ehre. Natürlich. Ja. Eine Keule der Kraft. Die geben wir doch lieber mal Arthas. Ja. Für die Ehre. Jaina hat noch einen Heiltrank. Ich stehe für das Licht. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Jaina Proudmoore hier einige Leute auch kennen von meinen Zuschauern, zumindest diejenigen, die auch unter anderem Hearthstone gespielt haben. Hört sich interessant an. Hört sich gut an. Verteidigt euch! Ihre Pfeile können sie nicht durchdringen! Skelette? Schlagt sie nieder, aber sofort! Für die Ehre! Ein solider Plan. Unsere Soldaten können jetzt die Verteidigen-Fähigkeit benutzen. Untote Milord, das ganze Dorf ist ein Tollhaus. Wir verteidigten die Bewohner so gut es ging, aber... Der Sache gehen wir auf den Grund. Ich stehe für das Licht. Ja, die sagen alle 4 Sekunden dasselbe. Ich kann aber auch auf Jaina umwechseln, dann haben wir ein paar andere Sprüche, wenn euch das lieber ist. Hört sich interessant an. Die sagt aber auch irgendwann immer dasselbe. Ich kümmere mich darum. Ich stehe für das Licht. Ah, das ist Level 4. Ja. Ein solider Plan. Jaina Level 3. Ich schau nach. Hört sich gut an. Ich schau nach. Hört sich gut an. Dies muss der Schrein sein, von dem der Alte sprach. Jeder, der dieses vom Licht gesegnete Wasser trinkt, wird genesen. Hört sich interessant so an. Ein Brunnen der Gesundheit, da können wir uns mal ganz schnell ein bisschen recken. Ja, gerade der Soldat da hinten hat's gut nötig. Seinen 420 Trefferpunkten. Kann ich dienen? Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Ein solider Plan. Da unten geht's dann weiter. Natürlich. Es ist, als würde das Land um diese Kornkammer sterben. Könnte das Getreide selbst verseucht sein? Hoffen wir, dass es nicht so ist. Diese Kisten tragen das Siegel von Andorhal, dem Umschlagplatz für die nördlichen Gemeinden. Wenn dieses Getreide die Seuche überträgt, könnten unzählige Dörfer davon betroffen sein. Ja, die deutsche Synchro von den meisten Blizzard-Spielen ist im Normalfall echt gut. Ans Original kommt sie zwar meistens nicht ran, aber trotzdem. Ihr habt es so gewollt. Ich greife
möchte nur ungern aufgewacht. Ah ja, das Skelett aus der Kiste. Ihr habt es so gewollt. Hört sich gut an. Ich kümmere mich darum. Yay, sehr viele Untote. Arthas, heil den mal tot da hinten. Oder zumindest fast tot. Große Massenkeilerei ohne Verluste überlebt. Schon unterwegs. Jawohl, mein Lord. Schon unterwegs. Priester. Seid gegrüßt. Wir sind Priester aus Kel'Thalas. Wir kamen, das Land von diesem seltsamen Fluch zu heilen. Wie immer danken wir den Elfen für ihre Großzügigkeit. Ihr solltet wissen, dass sich am anderen Ende des Dorfes eine Kornkammer befindet. Die Verseuchung könnte auch dort zu finden sein. So. Wir werden nachsehen. Und nur mal für etwas Spaß. Ja, mein Freund. Die Sprüche von den Priestern. Was ficht euch an? Ja, mein Freund. Skalpell, Tupfer, Zauberstab. Es herrschen Friede und Ruhe im Licht. Und Strom. Kommt herüber, Kinder. Kommt herüber ins Licht. Ich wurde von der großen Metallhand im Himmel auserwählt. Zu den Nebenwirkungen zählen trockener Mund, Übelkeit, Erbrechen, Harnstau, schmerzhafter rektaler Juckreiz, Halluzinationen, Demenz, Psychose, Koma, Tod und Mundgeruch. Magie eignet sich nicht für alle. Fragt euren Arzt oder Apotheker. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Damit das auch mal gesagt wurde. Kampf. Schießt ihr Männer. Wir zeigen es diesen verdammten Skeletten hier. In dem ganzen elenden Dorf wimmelt es davon. Ich könnte eure Hilfe wohl gebrauchen. Wir müssen eine Kornkammer am Dorfrand zerstören. Ja, Harnstau. Sind halt Nebenwirkungen von Magie. Für die Ehre. Natürlich. So, wie weit das ist Jaina noch vom Level ab weg? Oh, das ist gut an. Die ist fast. An. Die hat's ja schon fast. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ihr habt es so gewollt. Ich kümmere das mich Inventar darum. Ist voll. Hört sich gut an. Ich schau nach. Wie lautet der Plan? Da muss ich jetzt keine großartigen Solo-Aktionen mit Jaina hier mehr machen. Ich stehe für das Licht. Wenn sie für jetzt schon Level 4 ist. Jawohl, mein Lord. Wir wurden entdeckt, meine Brüder. Flieht und setzt die Mission fort. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Dem Pflicht drauf. Der gute alte Kel'Thuzad. Diese Kreatur sieht aus, als wäre sie aus verschiedenen Leichen zusammengeflickt worden. Erst töten, dann untersuchen, ja? Ich schau nach. So. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Natürlich. Jetzt End of Monstrosität. Jetzt. Gehen wir kämpfen. Diese Mörsertrupps machen einfach viel zu viel Schaden. Was war das? Und wer war dieser Zauberer in Schwarz? Ich glaube, der Robenträger war ein Totenbeschwörer. Offenbar haben er und seine Lakaien die Seuche zu verantworten.
Ich wette, wir finden ihn und die Antworten, die wir suchen, in Andorhal. So, ich würde sagen, ein Level geht noch. Den nächsten haben wir auch wieder eine Base. Seht, die Kultanhänger, die bei dem Totenbeschwörer waren. Was machen sie mit dieser Mine? Warten wir es lieber nicht ab. Angriff! Verdammte Eindringlinge! Sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern! Okay, gute Nacht. Der nächste Stream ist übrigens schon morgen. Ausnahmsweise. Ich nicht ohne Verstärkung da rein. Ganz meine Meinung. Morgen gibt es einen kleinen Pack-Opening-Stream. In Hearthstone. So. Ich stehe für das Licht. Wir haben drei Soldaten, einen Priester, einen Mörser und unsere beiden Helden. Und drei Arbeiter. Was? Na gut, eine Kaserne wird gebaut, Hof und Dingens, dann. Arbeit ist vorbei. Ich geh dann mal. Hier bauen wir Sägewerk hin. Mehr Arbeit? Ich glaube, wir könnten mehr als einen Hof gebrauchen. Arbeit ist vollbracht. Du sollst hier nicht helfen. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. So, wer sind jetzt eigentlich noch alle hier? Also wir schauen jetzt noch alle zu. Oh, da kommen ein paar Gegner. Das Licht ist meine Stärke. Gefahr? So. Wir haben für eine Schmiede brauche ich ein Rathaus, okay. Gut, dann bauen wir halt erstmal die Sachen, die wir bauen können. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Natürlich. Bis so ein Rathaus immer mal fertig ist. Was ist? Na gut. Okay, eigentlich kannst du noch mal ganz kurz helfen. Ja, mein Lord. Damit zumindest die Goldmenge wieder auf einem halbwegs geraden Betrag ist. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. So. Es ist mehr Gold erforderlich. Forschung abgeschlossen. Mehr Arbeit? Dann können wir ja jetzt endlich Gold abbauen. Bereit zur Arbeit. Zur Arbeit. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Langsam fließt's mit dem Gold. Bereit zur Arbeit. Also sehe ich das richtig, dass gerade niemand mehr zusieht? Oder seid ihr bloß alle wieder zu voll zum Schreiben?
anscheinend sieht niemand mehr zu. Mehr Arbeit? Es ist mehr Gold erforderlich. Mehr Gold. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Für das Licht. Fehler? Zu den Waffen! Das Licht ist meine Stärke. Ich kann helfen. Besteht etwa Gefahr? Was ist? Ich gehe dann mal. Was? Ja, mein Lord. Richtig. Arbeit ist vollbracht. Na gut. So. Was braucht ihr? Dann können wir jetzt auch schon unsere Sniper wieder bauen. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Holz erforderlich. Naja, jetzt habe ich die Holzknappheit. Na gut, habe nicht unbedingt viele Holzfäller aktuell. Hätte vielleicht noch einen Arbeiter abwarten sollen, bevor ich zur Burg ausbaue, aber das hat sich gerade so angeboten. Es ist mehr Holz erforderlich. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Oh, da kommt eine größere Ghoul-Armee. Das ist sonderbar. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ausbau für die Ehre abgeschlossen. Für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Psst, ich versuche zu denken. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Bereit zur Arbeit? Natürlich. Das ist sonderbar. Forschung abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen das Ding hier. Bereit zur Arbeit. Na gut. Hallo! Bereit zur Arbeit. Was ist? Werkstatt kostet 90 Holz, okay. Ich gehe dann mal. Mehr Arbeit? Richtig. Dann bauen wir das Ding dahin.
dann erforschen wir mal den verbesserten Holzabbau, damit wir noch ein bisschen besser Holz kriegen. Ja, mein Linzer. Forschung abgeschlossen. Was? Arbeit ist vollbracht. Moment, machen wir die hinten dran. Erstmal ein paar Priester hinstellen, damit wieder ein paar Heiler da sind. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Forschung abgeschlossen. Jetzt gibt es immer 15 Einheiten Holz für jeden Arbeiter, der zurückkommt. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Und dann noch die Langflinten für unsere Scharfschützen, damit die weiter schießen können. Aktuell haben sie eine Reichweite von 400. Wo wollt ihr uns haben? Unsere Mörser haben 1000. Na gut, die brauchen das irgendwo auch. Das sind ja auch Belagerungseinheiten, um ein bisschen Türme outrangen können. Kommt wieder eine Angriffswelle, diesmal ein Haufen Totenbeschwörer. Besteht etwa Gefahr? Was fängt euch an? Und weg damit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Ja. Ausbau abgeschlossen. Natürlich. So, jetzt haben wir zumindest schon mal zwei Wachtürme da stehen. Ich hätte gern noch einen weiteren Mörsertrupp. Das Licht ist meine Stärke. Bei der Gelegenheit, bevor sich meine Arbeiter da durchgearbeitet haben, würde ich gerne dieses Banditenlager da jetzt aufräumen. Gerade weil die Untoten uns gerade erst angegriffen haben und folglich erstmal keine größere Gefahr besteht. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Ja. Ein solider Plan. Mörserkampf! Für die Ehre. Ich liebe es, wenn Sie das sagen. Ein solider Plan. Natürlich. Da ist die Untotenbasis, da renne ich jetzt aktuell mal noch nicht rein. Ich sollte aber ein paar Truppen da lassen. Errichtet mehr Höfe. Die. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Richtig. Zumindest meine Base verteidigen können. Ein Notfall. Für die Ehre. Errichtet mehr Höfe. Ein solider Plan. Natürlich. Ja. Goblinladen. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Arbeit ist vollbracht. Natürlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gehen wir kämpfen. Ihr habt richtig entschieden. Es
Für die Ehre. Ja. So. Für die Ehre. Damit hätten wir den Weg zu der Goldmine freigekämpft und jetzt haben sie natürlich in der Zwischenzeit mein Lager angegriffen. Ja, das sollten wir noch rechtzeitig zurückschaffen. Zumindest einigermaßen. Ziehen die sich zurück oder was? Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Anscheinend ziehen sie sich zurück, ja. Natürlich. Natürlich. Wie ihr wünscht. Eine kleine Massenzauberung und schon ist alles tot. Was ist? Ja, mein Lord. So, die Türme hätte ich trotzdem gern wieder aufgebaut. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Dann nehmen wir uns mal Chainer und Arthas und clearen da unten den Rest noch weg. Meine Armee sollte das ja jetzt dann schön verteidigen können, gerade weil zwei Mercer-Trupps da jetzt drin sind. Gegen größere Massen von Gegnern. Natürlich. Sind die da ideal. Arbeit ist vollbracht. Für die Ehre. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, für die Ehre. Elender Kerl. Besteht etwa Gefahr? Arbeit ist vollbracht. Das Inventar ist voll. Okay, sechser Angriffsklon. Ich kümmere mich darum. Ich soll die Chainer bekommen. Hört sich gut an. Ich schau nach. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Ja. Für die Ehre. Für meinen Vater, ist noch ein den König. Was macht denn der da? Ja. Ein solider Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Was ist? Ich gehe dann mal. Okay, in dem Fall braucht man tatsächlich dann keinen fünften mehr. Mehr Arbeit? Sehr gut. Ich gehe dann mal. Was? Ja, mein Lord. Eine Verbeugung so, ist nicht mit nötig. Denen können wir so langsam mal anfangen, die Gegner zu belagern. Ja. Für die Ehre. Hallo! Komm schon, Kurzer. Sind unterwegs. Ausbau abgeschlossen. Los gehen. Ich auch. Ist meine Hilfe von mir. Unverzüglich. Besteht etwa Gefahr? Ja. Ich glaube, da wird der eine Soldat jetzt sterben, ja. Für die Ehre.
Natürlich. Zeigt uns ein Ziel. Dieser Kampf ist vorbei. Ich stehe für das Licht. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ja, was mein ist? Lord. So, ihr könnt in der Zwischenzeit Holz fällen gehen, bis ich mir noch eine weitere Goldmine freikämpfe. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Hallo! Hey, ihr da! Fangt! Ich liebe die Sprüche von den Mörsern. Ich habe nur noch einen einzigen Soldaten, ne? Das sollte vielleicht zwei Soldaten nachbauen. Jetzt können wir ein bisschen weiter reinrücken. Ja. Wo wollt ihr uns haben? Muss gehen. Ich auch. Ich kann mir hier noch mehr Geister tun als auf normal. Ich stehe für das Licht. Hallo! Restblei! Restblaue Bohnen! Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Ein bisschen weiter zurück. Wo wollt ihr uns haben? Hörstet den bittersüßen Tod. Was liegt euch an? Meine Priester stehen zwar mit fast unendlichem Mana da, aber... Komm schon, Kurzer. Sind unterwegs. Will die Akolyten halt mit weg, wenn die das Zeug reparieren. Hey, ihr da! Fangt! Hörst du den bittersüßen Tod? Das Licht ist meine Stärke. Wie viele Geistertürme haben die hier stehen, bitte? Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Gehen wir kämpfen! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir bauen das Zeug auch aktiv wieder auf sogar. Heiß ihr? Sagt das Zauberwort. Das Licht ist meine Stärke. Zeigt uns ein Ziel. Das ist sonderbar. Na gut, Chainer. Wir brauchen neue Soldaten und eventuell noch einen dritten Mörsertrupp. Gehen wir kämpfen. Habt ihr ein Ziel? Wie lautet der Plan? Zeigt uns ein Ziel. Dieser Kampf ist vorbei. Und wenn wir die zweite Gruft da hinten jetzt noch fertig haben, dann können sie zumindest keine Einheiten mehr rausspawnen. Wollt ihr uns haben?
Kanonen! Einsatzbereit! Geistertürme, die hier einfach haben. Zeigt uns ein Ziel! Gehen Hallo. Wir kämpfen! Wir sind tot! Mehr Arbeit? Zeigt uns ein Ziel! Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Also man merkt auf jeden Fall eindeutig den Normal zwischen Normal und Schwer. Jetzt wird gerichtet. Ja. So. Mit dem Trupp sollte ich jetzt aber keine Probleme haben, den Rest hier zu machen. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Kel'Thuzad. Seid gegrüßt, Kinder. Ich bin Kel'Thuzad. Und ich muss ja, such Warcraft, many Reign of Chaos. Haltet ein. Eure Neugier wird euer Tod sein. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja, ich befahl dem Kult der Verdammten, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein meint. Was soll das heißen? Ich diene Mal'Ganis, dem Schreckenslord. Er befehlt über die Geister, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel ausmerzen? Natürlich die Lebenden. Sein Plan ist längst angelaufen. Besucht ihn in Stratholm, wenn ihr mehr Beweise braucht. Für meinen Vater, den König! Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Elender Kerl. Ein paar Kornkammern zum kaputt machen. Alle Kornkammern sind leer. Die Ladungen wurden bereits verschifft. Wir kommen zu spät. Mein Zorn. Hallo, Timmy. Das Licht ist meine Stärke. Psst, ich versuche zu denken. Hört sich interessant an. Ich schau nach. Den braucht man immer. Ich stehe für das Licht. Haben wir jetzt einen kleinen Ring der Überlegenheit. Ein solider Nochmal zwei Ghouls. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Rolle der Heilung, Rolle des Schutzes. Besteht etwa Gefahr? Wäre ja fast nicht schlecht. Natürlich. Für die Ehre. Ja. Das sind auch ein bisschen mehr Monstrositäten, als sie auf normal sind. Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe. Los, Arthas, heil sie tot. Was geht euch an? Ja, mein Freund. Das ist sonderbar. Für meinen Vater, den König. So. Ein solider Plan. Für die Ehre. Und so leicht kann man Kel'Thuzad besiegen. Man castet Heiliges Licht Rang 3 auf ihn und er ist tot. Törichter Narr. Mein Tod ändert auf lange Sicht. Nichts. Denn nun beginnt die Reinigung dieses Landes.
So, ich würde sagen, das reicht für heute. Lang genug gespielt. Haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Das heißt, ich beende jetzt den Stream. Und wir sehen uns dann morgen beim Pack Opening. Bis dahin, macht's gut.